viel ist passiert, seitdem Knut zu uns kam. Der Volvo C304 von 1979 hat in 2 Jahren beim Explorer eine komplette Wellnesskur samt Verwandlung vom Militärerbauken hin zum friedlichen Oldie-Camper mit deutlich gesteigertem Sympathiefaktor hinter sich gebracht. Charakter hat der alte Schwede immer noch und so manche Marotte, die auch wir ihm nicht austreiben können. Das zeigte er auch auf seiner ersten großen Tour auf Island. Bei Regen ist das Cockpit nicht ganz dicht, der Wind pfeift um die Ohren, was nur vom Geräuschpegel spätestens ab Tempo 70 getoppt wird. Komfortables Reisen geht anders, auch wenn wir einiges verbessert haben. Also eine große Erleichterung war tatsächlich der Wechsel auf die Servolenkung. Sonst mussten wir uns schon mit 2 Händen zupacken. Das Lenkrad ist auch sehr dünn, deswegen muss man auch wirklich zugreifen. Und dann haben wir natürlich nur 4 Gänge zur Verfügung mit den größeren Reifen. Merkt man das an den Steigungen schon, da muss man früher runterschalten, damit der kleine Benzinmotor hier mit seinem 3-Liter Hubraum das Auto überhaupt nach vorne fahren kann. Der 6-Zylinder ist dazu ein durstiger Geselle. 18 Liter Super Plus samt Bleiersatz auf der Straße. Im Gelände genehmigt er sich dann auch schnell mal 30 Liter. Für eine Weltreise ist das definitiv nix. Und dennoch, wir lieben ihn einfach. Wir waren euch ja noch einen Abschlussbericht schuldig. Und was ist der bessere Zeitpunkt nach der ersten großen Reise, die Knut hinter sich gebracht hat? 2 Jahre Arbeitszeit, 2 Wochen Island. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir an Knut doch viel verändert haben, ist die Tatsache, dass das Haar auf dem Nummernschild verschwunden ist. Der Wagen hat keine Oldtimer-Zulassung mehr, wir haben einfach zu viel verändert. Ganz deutlich zum Beispiel in dem Fall, wir haben jetzt LED-Beleuchtung, die originalen Lampen sind weg, das waren eher dunkle Funzeln. Jetzt sieht man auch, wo man hinfährt. Dann gibt es hier drunter jetzt eine Seilwinde, da ist eine Warn drauf mit einem Kunststoffseil, den Steuerkasten haben wir hier nach oben verlegt. Der ist nicht hier unten im Wartbereich, sondern ein ganzes Stück weiter nach oben. Da kommt man noch gut an die Fernbedienung ran. Genauso auch der Hauptschalter an der Stelle. Das hat sich also an der Front verändert. Die Scheibe war ja immer schon zum Ausstellen. Die Scheibe kann man jetzt auch aufklappen, damit der Beifahrer auch so ein bisschen dieses Cabrio-Feeling hat. Oben drüber gibt es auch noch mehr LED-Scheinwerfer. Das ist also die Veränderung an der Front, aber das war noch lange nicht alles. Ganz deutlich die Veränderung natürlich auch bei den Rädern. Im Original hat der Wagen 16 Zoll Schlauchfelgen. Wir haben jetzt 17 Zoll Felgen, die in so einer kleinen Serie von Tiger Expert produziert werden. Extra nochmal weiß lackiert, passend zum Dach. Da sind jetzt drauf mächtige 37 x 12,5 R17. Das sind etwa 95 cm Raddurchmesser, ziemlich fette Reifen. Ist auch so das Maximum, was hier wirklich sinnvoll ist an dem Wagen. Das ist alles jetzt schon sehr mächtig geworden. Dahinter ist vor kurzer Zeit erst der Schnorchel dazu gekommen. Die Luftansaugung ist sonst relativ tief. Es liegt bei unter 1 Meter und deswegen ist der nach hier oben gekommen. Da oben ist ein großer Topspin-Zyklonfilter drauf, damit wir auch saubere Ansaugluft rankriegen. Es gibt auch einen Dachträger. Im Original ist das Ersatzrad ja an der Stelle. Das ist jetzt nach hinten gewandert. Im Cockpit hat sich gar nicht so viel verändert, zumindest technisch nichts verändert, außer der Servolenkung. Wir haben eine elektrische Servolenkung von EZ Power Steering hier montiert. Gibt es im Heft die passende Montagegeschichte zu. Ist ein sehr spannendes Ding, weil wir wirklich auf einmal sehr einfache, sehr leichte Lenkkräfte haben. Hin und wieder schaltet sie sich mal ab, da müssen wir noch ein bisschen Langzeiterfahrung sammeln. Aber der Lenkkomfort hat sich massiv verbessert, gerade bei den großen Reifen. Ansonsten gibt es hier nur ein bisschen Deko, neue Innenverkleidung hier mit Holz. Eine Mittelkonsole aus einer alten Werkzeugkiste haben wir hier eingesetzt. Da ist dann schön viel Stauraum drin. Es gibt eine Tablet-Halterung zur Navigation und eine Rückfahrkamera. Ansonsten ist hier alles unverändert. Naja, und es gibt noch super Kopfhörer, damit es nicht so laut ist während der Fahrt. Wir haben ein paar nüchterne Worte zum Fahrverhalten von Knut, wo ich sehr positiv überrascht bin. Das sind die Sitze. Die sehen sehr einfach aus, sind aber überraschend bequem und mit einem Stoffbezug auch nicht ganz so unangenehm, das Kunstleder an der Haut.
Die Servolenkung funktioniert auch überwiegend sehr gut. Ansonsten ist Knut ein richtig rauer und auch nasser Geselle, denn durch die klappbaren Frontscheiben läuft hier durchaus mal Regenwasser rein, das man nicht so gut beiseite bekommt. Schließlich ist da teilweise direkt die Elektrik dahinter. Auch an den Seitenscheiben kommt immer schön Wind durch und alles rumpelt und rackert hier so ein bisschen, wenn man im Gelände unterwegs ist. Also wir müssen ein bisschen bedächtig mit dem umgehen. Das ist ja schon ein Oldie und man merkt, dass das Auto ist teilweise ja modular aufgebaut. Man könnte ja die ganzen Segmente hier abschrauben und an diesen Kanten, da reißt auch der Lack an. Also da müssen wir nochmal nacharbeiten. Und daran merkt man, wie stark dieses Auto dann doch in Bewegung ist. Aber es gibt kein Hindernis, wo er nicht durchkommt. So viel ist sicher. Das stimmt. Manchmal mangelt es eher an Hindernissen. Ja, was hat sich hinten am Aufbau verändert? Gar nicht mehr so viel. Klar, die Lackierung, da haben wir wieder auf Naviton zurückgegriffen, diesmal selber lackiert. Bin ich sehr zufrieden mit, gute Erfahrung gemacht. Also aus Island-Dreck bis zu diesem Zustand waren das keine 10 Minuten in der Waschanlage. Es geht wirklich leicht ab. Deshalb werde ich auch eines Tages noch den ganzen Unterboden damit beschichten. Denn wenn das schon hier außen so gut abgeht, dann ist das am Unterboden, der noch eine Baustelle ist zurzeit, auf jeden Fall auch sinnvoll. Die Fenster sind neu reingekommen, das sind tatsächlich annähernd die Originalausschnitte, da mussten wir gar nichts verändern. Da haben die Outboard-Fenster sehr gut reingepasst. Dann gibt es da oben eine 270-Grad-Markise, die bislang noch nicht einmal im Einsatz war. Und das meiste hat sich dann tatsächlich drinnen verändert. Ein klares Highlight, das neue Aufstelldach, denn das bringt Licht, Luft und Platz in den kleinen Koffer. Der Bau war nicht gerade trivial. Sämtliche Baustellen haben wir übrigens in einzelnen Videos dokumentiert. Sie alle gibt es hier in unserem Kanal oder im Zweitkanal Explorer Garage. So, wenn das Dach oben ist, ist hier richtig viel Platz im Auto. Das ist ein bisschen der Gamechanger, finde ich jedenfalls. Wenn das Dach zu ist, wie in den letzten zwei Wochen auf Island, dann wird das hier schnell eng wie im VW-Bus. Ist auch gemütlich, aber was anderes, wenn man so viel Panorama hat. Ich habe jetzt aktuell die Kunststoffscheiben, das ist PVC-Folie, eingesetzt, kann aber auch einfach den Reißverschluss aufmachen und setze dann die Mückengitter ein. Die liegen hier immer griffbereit. Ich kann aber auch das ganze Dach oben aufmachen im Hochsommer und lasse es ganz offen, dann habe ich ein bisschen Panorama. Was neu dazugekommen ist jetzt in den letzten Wochen, das sind die Oberschränke. Ganz einfach gelöst, haben wir auch ein Video in unserem Garagenkanal, wie man die baut. Da passen jede Menge Küchenutensilien rein und das habe ich auf beiden Seiten immer schon darauf geachtet, dass das Furnier horizontal durchläuft. Und dann ist das hier ein ganz gemütliches, kuscheliges Wohnzimmer. Hier ist der Kaminofen, der funktioniert auch super, bin ich sehr zufrieden mit. Man braucht ein bisschen Platz, er ist auch ein bisschen staubig, also man muss regelmäßig hier auch mal ausfegen und auswischen. Und wo ja viele im letzten Video schon gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Wir haben es ein bisschen verbessert. Wir brauchen nämlich gar nicht zwei Punkte, sondern haben nur noch einen Punkt. Und es funktioniert auf Reisen hervorragend. Es ist schnell abgebaut. Und wenn ich das Dach abgesenkt habe, setze ich den an einen anderen Punkt. Und dann steht der Tisch immer noch horizontal. Das also hat sich auf Reisen hervorragend bewährt. Genauso wie die riesige Tischfläche. Die ist ja eher ungewöhnlich, aber hier ist richtig viel Platz, um auch mal eine Landkarte drauf aufzubereiten. Ein Punkt, der ein ganz großer Nachteil von Knut ist, er ist einfach sehr schmal und deswegen gibt es kaum Möglichkeiten für größere Stauräume. Und da habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Das hier zum Beispiel ist eigentlich ein totales Versuchsstadium, hat sich aber gut bewährt. Das sind einfach Gummileinen in einem offenen Regal und da kann ich mal eben für die Pistenfahrt schnell noch meinen Pullover und die Decke drin verstauen und die bleiben da auch ganz gut. Also hat sich eigentlich so weit bewährt, dass ich es wahrscheinlich sogar in der Form dran lassen werde. Zweite Sache, von denen ich auch ganz angetan bin, das sind die Zurschienen. Normalerweise hängen hier meine Surfbretter während der Fahrt, aber auf Reisen kann ich hier einfach alles dran machen. Ich habe mir so Haken gebogen und da kann ich auch eine Jacke dranhängen, das Geschirrhandtuch dranhängen. Ich kann auch den Tisch mal nach oben weghaken. Also die sind hier in dem Aufstelldach super praktisch und mehr als nur ein Surfbretthalter. Hier in der Mitte vom Fahrzeug ist im Prinzip der ganze Nutzwertbereich. Unter der Sitzbank ist mein Kleiderschrank, hier ist der Kühlschrank, hier ist die Elektrik und das Bedienpanel, hier ist die Bedienung für das Aufstelldach und hier ist die Küche. Die ist ein bisschen klein, ihr merkt das schon, ist sehr niedrig.
aber es ist trotzdem alles da, was ich brauche. Ich muss nur einmal die Abdeckung abnehmen und verstauen. Und dann ist eigentlich alles da. Ein Spülbecken mit Warm- und Kaltwasser, zwei Gasbrenner. Einer davon ist ein bisschen klein. Und hier vorne gibt es eine weitere Zapfstelle, die funktioniert mit einer Fußpumpe. Hoppala. Und da habe ich frisch gefiltertes Wasser aus dem Wassertank und kann auch nur mal zapfen, ohne dass ich die Druckpumpe brauche. Ein paar Worte zur Wärmedämmung, zur Heizung und zum Fußboden. Der ganze Aufbau ist ja mit etwa 4 cm PE-Schaum gedämmt und dann mit einer Holzplatte verkleidet. Die ist nur lasiert. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber grundsätzlich sind die Wände immer warm. Natürlich große Schwierigkeiten an den Türen, weil da einfach der Stahl von dem Rahmen nicht zu verkleiden ist. Also da gibt es schon Tauwasserprobleme, ganz klar. Was super ist, ist der Fußboden. Der Korkboden ist natürlich für Barfußläufer wie mich was ganz Großartiges. Womit ich aber hier auch noch nicht zufrieden bin, wie an der Wand, das ist die Beschichtung. Das ist jetzt erstmal nur mit einem Hartwachsöl behandelt und das nimmt schon Dreck an, wenn ich nicht barfuß hier drin rumlaufe. Also da muss man noch ein bisschen experimentieren, aber grundsätzlich die Fußwärme ist super. Darunter ist ja auch nochmal eine fast 4 cm starke Bodenplatte, die ist auch gedämmt, also da gibt es wirklich keine kalten Füße. Und was das Heizsystem oder die Wärme hier dran an sich wirklich abrundet, neben dem wunderschönen Ofen, das ist die Warmwasserheizung. Das Tolle an der Sache ist, ich habe immer Strahlungswärme und selbst bei Minusgraden, selbst bei 10 Grad, 15 Grad Minus, kann das Aufstelldach offen bleiben, weil von unten immer ein bisschen Wärme steht und nicht wie bei einer Luftheizung, die einfach im Raum verpufft. Also das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich freue mich, dass das System aufgegangen ist. Ich kann wirklich auch bei niedrigen Temperaturen das Aufstelldach offen lassen. Einziges Problem ist dann wirklich Wind, der dann raufdrückt. Dann wird es auch ein bisschen frisch, wenn das Dach offen ist. Ja, wenn es dann Abend wird, dann ist hier in Knut immer ein bisschen Umbauzeit notwendig. Ich würde es jetzt mal schätzen auf 5 Minuten. Dann ist vom Wohnzimmermodus auf Schlafzimmermodus alles fertig. Es fängt damit an, ich muss erstmal wieder die Küche verstecken. Das ist hier in 2 Teilen gemacht. Riegel rein. Dann packe ich den Tisch nach oben, das habe ich hier schon mal gemacht. Der hängt einfach über Nacht an derselben Leine, die er auch hier zum Freischwingen braucht. Dann nehme ich das Polster beiseite. Mit dem bin ich übrigens gar nicht glücklich. Das war ja eine Geschichte, die wir produziert haben zum Thema Low-Budget-Polster, dass man sich die fertig bestellen kann. Die Qualität des Schaumstoffs und des Stoffes ist nicht wirklich umwerfend, schon nach einer Saison. Also da muss nochmal nachgebessert werden. Und dann geht es ans Bett. Da ziehe ich einmal hier die lange Platte aus. Und dann kommt die Matratze davor. Und schon ist eigentlich alles fertig. Hier, das ist noch ein ganz smartes kleines Stückchen. Dadurch, dass ich hier ja längs schlafe, also die Teilung der Matratze genau auf Hüfthöhe ist, ist diese Besucherritze ziemlich nervig. Aber dieses kleine Stück Schaumstoff klemme ich dazwischen und dann schläft sich das wie auf einer Matratze. Und dann habe ich 1,60 Meter mal 2 Meter zur Verfügung, kann hier vorne noch sitzen. Das ist eigentlich ziemlich komfortabel für so ein kleines Auto, finde ich. Einzig eine abgeschlossene Nasszelle sucht man bei Knut vergeblich. Eine Dusche gibt es aber dennoch. Die Duschtasse hier vorne, die ist auch eine super Dreckschleuse, wie man ja ganz gut erkennen kann. Also ich kann bei schlechtem Wetter einfach mal schnell rein, Tür zu und ziehe mir dann die Jacke und die Schuhe innen aus. Gibt es später noch einen Vorhang, der ist noch nicht ganz fertig. Denn hier ist die Außendusche oder überhaupt die Dusche. Da muss ich nur noch den Schlauch hier einstecken. Und fertig ist eine Dusche, die ich innen wie außen benutzen kann und die auch warmes Wasser hat. Das technische Herzstück hier ist ganz im Heck. An der Tür hängt das dritte Solarmodul. Ich habe ja 2 Feste mit 360 Watt auf dem Dach. Das kann ich noch mal hier einstecken und frei in die Sonne stellen.
Hier gibt es ein bisschen Stauraum und eine lange Durchlade, die ist 3,5 Meter lang. Da liegen zum Beispiel die Seitenteile von der Markise, aber da kommt eigentlich auch die Surfausrüstung hin. Darüber ist die Elektrik verbaut, Hauptschalter, die Batterien, alles hier gut erreichbar. Und für lange Touren gibt es dann hier noch eine zweite Kühlbox, um noch ein paar Vorräte zu bekommen. Lange Touren, da werden sicher noch einige auf der Liste stehen. Allerdings wohl eher zeitlich lang, denn Kilometer fressen hat mit Knut keinen Sinn. Das heißt ab auf die Fähre und gen Skandinavien. Dort gibt es immerhin noch viel für unseren Knut zu entdecken, denn beim Kauf hatte er gerade mal 14.000 Kilometer auf dem Tacho. Allzu viele Abenteuer hat er also noch nicht erlebt. Die kommen dafür jetzt in seinem zweiten Leben. Mehr zu unseren Fahrzeugprojekten gibt es hier im Kanal. Schaut euch einfach mal um.